Hi, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Meyer. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute spreche ich darüber, dass man in der Chiropraktik eine alte und gegebenenfalls eine neue Sichtweise anwenden kann. Die alte ist eine, die wir über verschiedene Techniken, die wir die letzten Jahrzehnte gelernt und geprägt haben. Die neue ist etwas, was wir mit einer, ich sag mal, funktionellen neurologischen Brille versehen und hier nochmal einen anderen Ansatz bieten. Leg dich mal auf den Bauch. Je nachdem, wo ihr herkommt, sei es in der Thompson-Facette, sei es in der CIT-Facette, Activator-Modell, sei es in Pettibon, in SOT, egal wo ihr eure Wurzeln, eure Leidenschaft habt, kann man sich einmal vor Augen rufen, dass diese Techniken durchaus in einer Zeit entstanden sind, die schon ein paar Jahre zurückliegt und damals, ich sag mal, State of the Art waren. Das war das, was wir chiropraktisch wussten, was wir nachweisen konnten. Da war einiges an Empirie dabei, da war vieles dabei, was aus vielleicht noch nicht den vollständigen Gedanken, aber zur richtigen Lösung geführt hat. Ich würde das gerne heute mal so ein bisschen gegenüberstellen mit dem, was wir heute wissen, welche Betrachtung wir hinsichtlich der funktionellen Neurologie da noch einbringen können und möchte euch da einfach mal so zwei Ideen vorstellen. Je nachdem, aus welcher Facette ich komme, ist es so, dass ich mir, wenn der Patient liegt, zunächst mal die Beinlänge anschaue und hier ein Leg-Check mache und da so meine erste Idee rausbekomme, gleiche das ab mit verschiedenen Punkten, die ich suche und gegebenenfalls finde, teste das Ganze, ob es hier funktionelle Störungen, strukturelle Störungen gibt hinsichtlich Veränderungen der Beckengeschichte, schaue mir an, ob es hier in Bezug auf Tone Veränderungen gibt, hinsichtlich Erhöhung oder niedrigere Muskelspannung der Rückenstrecker. Gegebenenfalls fordere ich den Patienten auf, das Ganze noch mit einer Kopfrotation stärker oder weniger stark sichtbar zu machen. Und dann setze ich danach mein Behandlungskonzept an. Jetzt kann man mit einer funktionell neurologischen Brille das Ganze auch noch mal anders betrachten. Und tatsächlich mal schauen, diese veränderte Spannung, die wir vorfinden, diese gegebenenfalls Unebenheiten in der Beinlänge, diese Veränderungen in den Rückenstreckern, in den Extensoren, haben verschiedene Ursachen. Und unser Gedanke ist es so, dass wir davon ausgehen, dass ein Muskel letztendlich einen protektiven Mechanismus aufbaut, der, wenn es Störungen gibt im System, als sozusagen vom System nach oben zum Gehirn, von der Rezeptorenseite zum Gehirn, wie auch Veränderungen der Sinneswahrnehmung, sprich Vestibulum, Augachse etc., auch wieder Stress in das System gibt, dass man das anders betrachten kann. Zum Beispiel könnte es sein, dass ein erhöhter Tonus der Rückenstrecker gar nicht so sehr etwas mit der Lendenwirbelsäule oder mit der Brustwirbelsäule oder mit dem Becken zu tun hat. Erhöhter Tonus der Rückenstrecker wäre für mich in der Diagnose, wonach ich schauen würde, die Integrität des Vestibularorgans, weil letztendlich das Vestibularorgan ist definiert mit der Fähigkeit der Extensorenspannung. Sprich, Veränderungen des rechten oder linken Vestibularorgans verändert definitiv meine Rückenstrecker. Und anhand der höheren Spannung der Rückenstrecker kommt es letztendlich auch zu einer Veränderung der Beckensituation. Ich habe gegebenenfalls auch meine Druckschmerzhaftigkeiten im Bereich der Wade oder des Knies, die letztendlich auch häufig auf der Seite auftreten, wo das Vestibularorgan nicht optimal arbeitet oder nicht die Integrität hat, die es haben sollte. Von daher wäre mein Ansatz der, die Struktur folgt letzten Endes der Neurologie. Und daher wäre nicht die Idee, das zu korrigieren, und der Patient steht auf seine Füße, nimmt Schwerkraft wahr, nimmt die vielleicht am rechten Vestibularorgan anders wahr als am linken oder hat ein Thema mit der Augachse, hat beispielsweise in dieser ein Torque, eine leichte Rotation im Augapfel, weil er ein Otolithenthema hat. Die Otolithen, wie ihr wisst, sind rechtwinklig zueinander angelegt. Wenn ich hier eine Veränderung der Schwerkraftwahrnehmung habe, habe ich einen Torque, das resultiert in einem Head-Tilt. Und dann ist es letztendlich so, dass ich mehr Spannung auf der einen Seite habe als auf der anderen. Dann ist es so, dass ich unter Umständen neben dem Head-Tilt auch noch eine Rotation mit reinbringe. Eine weitere Konsequenz kann sein, dass ich durch Veränderung dieser Wahrnehmung teilweise bis hin zu skoliotischen Veränderungen habe, weil letztendlich Störungen des Vestibularorgans gerne ausgeglichen werden, indem der Körper die Basis breiter macht, insofern die Wirbelsäule in der Seitanlage ausprägt. Insofern sind oft auch skoliotische Veränderungen Themen des Vestibular- oder Okulomotorikorgans und nicht zwingend des Beckens und der Wirbelsäule. Und
dieser Gedanke führt mich dann auch dazu, dass der Patient, der zu mir kommt, gegebenenfalls neben seinen orthopädischen Befunden, gegebenenfalls auch noch Themen mit der Verdauung hat, Themen mit dem Gedächtnis hat, Themen mit autonomen Systemen hat, trockene Augen, tränende Augen etc. Und da wäre der Ansatz der tatsächlich, sich noch einmal vor Augen zu rufen, dass die gerade speziell die Orthopädie gerne der Neurologie folgt und ich hier unter Umständen dann meine Justierung mache, die technisch meinetwegen ausgezeichnet sein kann, die technisch ausgereift sein kann, viele Technikseminare besucht, eine feine Handanlage, schnell sein kann, präzise sein kann, der Patient auf seine Füße steht, die Augachse ausgleichen muss, unter Umständen das schwache oder weniger integere Vestibularorgan aktivieren muss und sich den Stimulus holt und dann entsprechend sofort wieder in seine Haltung fällt. Je nachdem, welches Finding ich hier habe, ist es so, dass ich gegebenenfalls bei einer Kurzbeinseite ein PI vermute. Ich würde gegebenenfalls bei Veränderungen im cervicothorakalen Übergang das Ganze auch noch mal prüfen, ob ich hier mit einer Kopfrotation links oder Kopfrotation rechts auch nochmal einen Ausgleich der Beinlänge habe. Je nach Technik gibt es da dann verschiedene Protokolle, die ich anwende. Und dann würde ich dafür sorgen, dass ich entsprechend dieses PI-Situation oder diese CTI-Situation gemäß meines Listings, was ich habe, auflöse. Mein Vorschlag wäre, gegebenenfalls das erstmal so zu lassen und zu prüfen, ist denn das, was wir sehen mit PI, mit Situation cervicothorakaler Übergang, meinetwegen Beinlängendifferenz, Veränderung der Muskelspannung, ist das nichts anderes als ein Ausdruck eines Funktionsverlusts oder einer Funktionseinschränkung, die erheblich höher sitzt. Die Frage ist, haben wir in einem chiropraktischen Kontext die Subluxation tatsächlich irgendwo in der Wirbelsäule oder ist die Subluxation im Gehirn? Sehr provokant gefragt, führt mich aber dazu, dass die Muskulatur, gerade die intersegmentale Muskulatur, die Extensorenmuskulatur, abhängig ist von Systemen wie dem Innenohr, wie der Augachse und verschiedenen anderen Sinnessystemen. Insofern wäre mein Test gegebenenfalls der, dass ich den Patienten im Stehen anhand verschiedener vorgegebener Tests, die ihr auch gerne bei uns tiefer erfahren könnt, lernen könnt, die Interpretation dieser Tests auch lernen könnt, untersuche. Schaue, dass ich hier, wenn ich einen Befund habe, dass ich den entsprechend ausgleiche über eine Justierung, die sicherlich technisch ähnlich ist wie das, was ihr kennt, aber anders appliziert wird. Weil es macht einen Riesenunterschied, ob ich gegebenenfalls auf der Seite des schwachen Vestibulums oder auf der Kontraseite justiere, weil ich jeweils andere Hemisphären anspreche, die einen anderen Output ins System geben. Und von daher ist es sinnvoll, da diese Brille auch nochmal anzusetzen und zu schauen, ist die Integrität des Vestibulums da? Ist die Augachse stabil? Ist die Fähigkeit des Kleinhirns, das zu integrieren, auch entsprechend da? Wenn nicht, habe ich letztendlich ein Haltungsthema darunter. Und das ist etwas, was so ein bisschen diesen Unterschied macht zwischen ich korrigiere eine Struktur und ich korrigiere das System.